Es war ein Vormittag der großen Gefühle und tiefen Emotionen. Die große Meisterfeier der Handwerkskammer Koblenz, die jetzt in der Kulturhalle in Ochtendung stattfand. Sie bildete den krönenden Abschluss von Monaten und Jahren harter Arbeit für 668 Jungmeister, aber auch deren Familien. Wir waren für sie vor Ort. Die Handwerkskammer Koblenz begrüßte die 668 Jungmeisterinnen und Jungmeister und deren Familien in diesem Jahr in der Kulturhalle in Ochtendung. Gewohnt gut unterhalten wurden die Gäste vom Heeresmusikchor 300, das in diesem Jahr mit seiner Big Band zum Fest anreiste. In seiner Festrede unterstrich Kammerpräsident Werner Wittlich die Bedeutung des Meisterbriefes, ein Standard, der auch bei den Kunden als erstes Qualitätsmerkmal anerkannt ist und für ausgezeichnete Ausbildung, aber auch Leistung im Handwerk steht. Zahlreiche Ehrengäste machten mit ihrem Kommen in Ochtendung klar, Handwerk zählt etwas. Das unterstrich auch Festredner Dr. Theo Zwanziger, Präsident des Deutschen Fußballbundes. Er zeigte sich beeindruckt von den Leistungen der jungen Handwerker. Frage an ihn: Was verbindet Fußball und Handwerk? Also rein scherzhaft schon mal der Titel Meister, ne? Das ist so. Meister hat viel mit Bildung, mit Erziehung zu tun, kommt ja aus dem lateinischen Magister, soweit ich das recht in Erinnerung habe. Und hier ist es ein Qualitätsmerkmal und der ist übernommen worden, auch in anderen Bereichen der Gesellschaft. Wir feiern den deutschen Fußballmeister, wir feiern aber auch bei den Amateuren den Kreismeister, den deutschen Pokalsieger, der auch natürlich Meister ist. Und ich hoffe, dass auch die Nationalmannschaft der Männer den Frauen ein Stück nacheilt kann und irgendwann den Meistertitel dort holt. Also das sind diese Begriffe. Und dann denke ich, ist es der gleiche Prozess. Leistung, unsere Gesellschaft braucht Leistung. Leute, die Anlagen und Fähigkeiten haben, müssen sich dieser Ausbildung, dieser Wissensvermittlung unterziehen. Sie sind damit auch Vorbild und Flaggschiff in unsere Gesellschaft hinein. Insoweit verbindet uns die Leistung. Und ich denke auch generell die gesellschaftliche Ausrichtung, dass wir jeweils mit unseren Möglichkeiten versuchen wollen, ein Stück Beitrag zu einer respektvollen Fortentwicklung unserer Gesellschaft zu leisten. Meister spielen Fußball, wie man feststellen kann. Es gibt auch unter den Fußballern viele Meister. Also das passt zusammen. Aber auch die Meisterinnen und Meister selbst kamen zu Wort. In einer Talkrunde berichteten Jungmeister von ihrem Weg zum Meisterbrief, aber auch über ihre Zukunftspläne, die vom Gang in die Selbstständigkeit bis zur Karriere als angestellter Meister reichen. Für die frisch gebackenen Meister hatte Kammerpräsident Werner Wittlich, selbst Handwerksmeister, noch einen guten Rat. Ja, ran, immer ein wenig mehr tun, als man muss und immer vorne dabei sein, nicht aufhören zu lernen, immer sich weiterentwickeln für die Zukunft. Es erfüllt mich mit Stolz, wenn man sowas machen kann als Präsident einer Kammer und wenn die Resonanz dann auch von den Beteiligten so positiv zurückkommt, denke ich, kann die Kammer insgesamt auch stolz sein auf eine solche Verantwortung. Wir haben es heute mehrfach gehört von den jungen Leuten, die den Meisterbrief bekommen haben. Für sie ist der Meistertitel nach wie vor eine Qualifikation, eine Ehre. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, dass man in Meisterhandwerksberufen, in denen der Meistertitel nicht mehr Voraussetzung ist, immer noch den Meistertitel anstrebt. Für viele Handwerker ist inzwischen der Meistertitel das Gleiche wie für einen Akademiker die Promotion. Und mindestens wie eine solche wurde der Meisterbrief auch gefeiert. Die jungen Meisterinnen und Meister können stolz sein auf ihre ganz persönliche Erfolgsgeschichte, die mit dem Meisterbrief im Handwerk weitergeht. Allen frisch gebackenen Jungmeisterinnen und Jungmeistern wünschen wir alles Gute und natürlich viel Erfolg beim Start ins Meisterleben. In der nächsten Ausgabe berichten wir von der Internationalen Handwerksmesse in München. Mit dabei dann auch Sarah Franz aus Bad Kreuznach, die als Favoritin in die Endausscheidung zur Wahl der Miss Handwerk geht. Informationen dazu finden Sie wie gewohnt im Internet unter hwk-koblenz.de.